Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cooking with Friends. Und heute bin ich im 4. Bezirk bei meiner lieben Freundin Alice Beiersburg. Hallo Mario. Hallo. Was gibt es denn heute? Ja, was gibt es heute? Es gibt heute Lammkoteletts mit Bananencurry. Bananencurry? Ja. Alles klar. Und wie funktioniert das? Schalotten werden klein gehackt. So längliche Schalotten oder? Ja, die länglichen sind so, die man halt kriegt. Das ist ja nicht immer dasselbe. Und wo kaufst du gerne ein dann? Naja, wo kauft ein Wiener gerne ein? Am Naschmarkt. Überhaupt, wenn man so nah beim Naschmarkt wohnt. Das ist doch Luxus. Ups. Und jetzt? Und jetzt werden wir ein bisschen, nämlich statt Butter, ja, hoffentlich Werbefernsehen, Rama Cuisine. Ist das wirklich so gut? Hat sich echt bewährt. Ja. Warum? Ein bisschen mehr geht schon. Ja, weil es einfach nicht so viel, so reichhaltig ist, aber trotzdem geschmackvoll. Und ich habe das immer gern geschmackvoll. So, die Schalotten werden jetzt einmal ein bisschen angeröstet, so ein bisschen geschwenkt. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Fett. Ja, der ist auch schon hungrig. Da warte ich jetzt mal wieder ein bisschen. Currypulver, ja? Currypulver, ja. Kann man da verschiedenes nehmen, oder? Ja, ich meine, es ist eh meistens die gleiche Mischung, die man hier bekommt. Muss kein indisches sein. Okay. Da muss man immer sehr aufpassen, dass das nicht anbrennt, weil dann wird es bitter. Ah, verstehe. Deswegen löschen wir das sofort mit Wein. So. Also richtig ablöschen. Richtig ablöschen, also und dann kann man das... Achtung, Wein, circa. Ja. Aha, dann kriegt es diese schöne Farbe. Mhm. So, jetzt während das die Zwiebeln da ein bisschen weich dünsten, wenn wir die Bananen da pürieren. Jetzt sollte man schon schauen, dass die Stücke richtig schön klein werden. Und da wird nichts beigemengt, nur die Banane. Da kommt nur die Banane rein. Okay, und jetzt? Wenn das klein ist, mengen wir diese zwei wunderbaren Sachen zusammen. Die Banane in dieses Zwiebelcurry rein. Mhm. Mit dem Schuss Wein, Weißwein. Lassen wir jetzt auch wieder ein bisschen köcheln. Oh, was oder wie? Nein, ein bisschen vor sich hin köcheln auf kleiner Flamme. Ja. Und unsere wunderschönen Lamm. Sehr schön. Gell? Ja. Das ist zu hoch. Wenn wir jetzt da hier ein bisschen einschneiden, damit sich das dann nicht so aufbäumt. Immer vom Naschmarkt. Hast du da einen speziellen Türken, mit dem du immer alles kaufst? Nein, immer der am freundlichsten schaut. Eine einfache Regel, der Tipp des Monats. Immer dorthin, wo die Leute am freundlichsten schauen.
wird jetzt mit Knoblauch eingerieben. So. Halbierst das? Ja. Treibst das so leicht ein. Aha. Damit es nur einen ganz, ganz leichten Touch hat. Ah. Also wirklich liebevoll. Ja. Jedes Fleisch greift sich ja nicht so schlecht an. Ne? Lamm, das ist zärtlich einzuknobeln. Das ist ein Ton, was du da willst. Ein bisschen pürieren. Man bringt die Kleidung in Sicherheit. Zum Abschluss ganz viel Schlagobers. Und diese wunderbare ich würde sagen, Banane und Curry, Schlagobers und Schalotten verträgt ordentlich Pfeffer. So. Als nächstes, wenn wir jetzt die Lammkoteletts mit Öl bestreichen. Ach so, ein Treatment kriegen die. Naja, die werden gut behandelt. Ein bisschen Öl, damit das auch ja nicht zu wenig war, muss man die Pfanne auch noch ein bisschen einknofeln. So, das reicht. Genug. Schauen wir mal, dass das Öl heiß wird. In der Zwischenzeit ist unsere Pfanne richtig heiß geworden. Die Lammkoteletts reinlegen. Rübernehmen. Und von beiden Seiten 2 bis 3 Minuten gescheit anbraten lassen. Und jetzt geben wir die Bananen da rein, die restlichen, und lassen sie mit heiß werden. Damit wäre die Soße fertig. Es dauert jetzt eine Minute, aber es wird. So. Wir wollen ja auch unsere vegetarischen Freunde nicht vergessen. Und wir bekommen jetzt was? Das ist jetzt ein Weizen. Vielen Dank für diese wunderbare Rezept, wirklich genial. Ich gebe das jetzt noch ein paar Minuten ins Rohr, weil die Pfanne allein reicht nicht, weil ein Lamm soll ja schön rosa werden und eben weich sein. Deswegen packen wir das noch ein paar Minuten dann ins Rohr mit einem Spaniol. Wir haben hier irgendwo zurechtgelegt. Da ist sie. Das war auch mit Leber, gell? Ja. Magst du Leber? Kalbsleber, ja. Und Geflügelleber.
Ja. Wir sind uns irgendwie näher. Koteletts eigentlich. So sind Waffeln. Ich persönlich würze ja dann immer gerne ein bisschen nach. Weil während dem Kochen verändert sich ja doch so einiges. Und erst am Schluss kriegt man mit, was man macht. Also kann es ruhig ein bisschen intensiver sein, oder? Darf ruhig intensiver sein. So, schmeckst du das immer ab, oder? Ich koste eigentlich nie, aber heute koste ich mal, ja. Wegen der Nachrede. Sehr schön. Würde ich sagen, das ist spitze. Gut. Ich nehme es mit der Hand. Und das ist es. Sehr schön. Das nennt sich? Lamm mit Bananencurry Sauce. Und ich sage Bon Appetit. Bis zum nächsten Mal bei Cooking with Friends. Ich renne Teller weg. Das ist mit dem gleichen. Das wird eigentlich mit dem gleichen Verfahren gemacht. Das arme Knotenschnitzel. Da legen wir noch einen Knochen rein. Wer weiß, ob das Glutenlauf schmackig ist. Ja? Gucken wir mal. Friends. Ja, der lustige Runde. Ketchup, falls Sachen mit Kressig und Honig. Ja, genau. Ja, immer. Wir sind nämlich gestern bei Andi und Alex dem Original bieten blieben vor dem Schlafengehen. Dann haben wir das erste Mal in echt gesehen, was die diese Zucker, die wir sterben an einem Grissemann verarschen. Ja, 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 ja. Und wir haben es überhaupt nicht glauben können, das ist ja echt so. Ja. Und wir haben so aufgehauen. Ja, ja, ja. Und immer glaubt, das ist ein Sterben an einem Grissemann. Nein, das ist nein. Echt. Ja, reichen wir ein wenig krosses Schwarzbrot. Ah, ja. Das gehört so kross, weil das schmeckt definitiv besser. Genau, die sind gefühlsmäßig mehr Hunde, so ein bisschen rauer. Ich nehme da dann genau, wirklich. Und wenn ihr möchtet oder wenn du möchtest, dass ich zu dir vorbeikomme und das filme für Cooking with Friends, dann melde dich bitte bei mir über Facebook. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Bis dann und einen guten Appetit wünsche ich zum Nachkochen auch. Tschüss. Salz ist sehr lecker. Seid ihr gekocht? Ich habe das Gefühl, dass das Salz ein bisschen die Pampe ist laut. Die Pampe. Also bitte. Winter, ja? Warum nicht? Das ist das eigentlich wieder super. Naja. In Mexiko habe ich das gegessen.